Hallo und herzlich willkommen zurück zu Next More Next Edition. So, dann werden wir uns mal dem Turnier widmen, damit wir endlich zu Amelie kommen. In Ordnung. Ich glaube, ich hab's kapiert. Ich glaube, hier kämpft man nicht mit Nexomons, hä? Mega Arena des Untergangs. Okay. Ladies and Gentlemen von Cardium, er ist angekommen, der Schönste, der Intelligenteste, was in dieser Stadt ja auch nicht schwer ist, der König, der Meister, der Gebieter unserer Stadt, Präsident Zeta. Was macht der denn hier? Cardium, mein Cardium, die schönste Stadt der Welt. Es ist an der Zeit, meine Erhabenheit zu feiern mit einem Turnier. Nur der Stärkste wird siegen. Nun, ich bin der Stärkste. Nur der Zweitstärkste wird sich durchsetzen. Ihr kennt die Regeln, meine untertänigen Sklaven. Drei aufeinanderfolgende Kämpfe, keine Items. Items sind für Cheater. Kämpft mit aller Kraft. Und wenn ihr siegt, könnt ihr haben, was das Herz begehrt. Einige Ausnahmen ausgeschlossen. Lasst die Spiele beginnen! Ha! Hey, Stoko. Dieser Typ, Zeta, ist einer von Denas Geschwistern. Scheinbar merkt niemand, dass er nur ein Geist ist. Oh, vielleicht hilft er uns, ohne dass wir kämpfen müssen. Na, er ist nicht so vernünftig. Drei Kämpfe, keine Items. Wenn wir gewinnen, können wir nach dem Schlüssel zu Amelies Labor fragen. Ich werde auch teilnehmen. Hauptsache, einer von uns gewinnt, oder? Dieses Mal werde ich im Rampenlicht stehen, Stirko. Zeit, dir zu zeigen, wie man richtig kämpft. Wir können uns ja abwechseln. Ist ja kein Problem. Wenn du kämpfen möchtest, sprich mit der Rezeptionistin da drüben. Oder dem Typen. Ich freue mich. Ich feuer dich an, meine ich. Ich vergessen, wer überhaupt geredet hat. Wie mich den dann verkörpert. Oh. Ja, mal sehen, wer heute Abend in der Rätselsuppe landet. Warte eine Sekunde. Was ist in Ordnung? Es ist nur das Badewasser des Verlierers. Wir leben in einer schwierigen Zeit, in der unsere Bevölkerung sehr schnell schrumpft, aber zumindest haben wir diese gefährliche Arena, um uns aufzumuntern. Mhm. Wir Barbarischen, wie gewalttätig, wie schrecklich. Ich liebe es. Zwar sind Items nicht erlaubt, aber du kannst deine Nexomons trotzdem mit den Kernen ausstatten. Ah, Präsident Zeta hat die Arena selbst entworfen. Ist sie nicht erstaunlich? Woher hat er all diese Schädel? Frag nicht. Koko, frag nicht. Bleib zurück! Ah, ich brauche ein bisschen pure Gewalt, um richtig in den Takt zu starten. Hey, da ist ein Geist. Ich meine, da ich ein Geist bin, kann ich die Action ohne Angst aus der Nähe beobachten. Schön für dich. Hast du's gut. Und was haltet ihr hier fest? Mist. Er versperrt mir den Weg. Ist das Donkey Kong? Nein, es ist nicht Donkey Kong. Wer weiß. Vielleicht ist es der Tyrann. Drei Kämpfe, keine Items. Ich helle dein Team Feuer. Nun, bereit? Ja. Kämpfen. Wir kämpfen. Okay.
Dein erster Gegner ist... Hä? Ross? Du hältst dich bestimmt für was ganz Besonderes als Goldthema, oder Stalker? Endlich haben wir eine Revanche. Ich habe unseren Kampf auf den Dracheninseln nicht vergessen. Aber nicht gemacht. Na, guck mal. Dann... Waldenergie, hä? Dann werden wir mal diesen Kampf hier schnell hinter uns bringen. Warum muss ich ihn gegen meine Leute schon wieder kämpfen? Das ist doch schon wieder... so hirnlos. Ein normaler Typ. Dann werden wir mal auf Centaur wechseln. Nicht sehr effektiv. Einmal bitte Seelenfresser. Und auslaugen. Vielen Dank dafür. Na, das hat ja gesessen. Na toll. Ah, jetzt müssen wir schnell sein. Ah, Psycho zieht nämlich ganz schön. Ah, siehst du? Schon erledigt. Ja. Hier gehen wir nochmal mit Dunkelheit rein und kriegen noch ein paar KP zurück. Hättest du den mal länger im Team gelassen. Ach was, das war's? Oh, schön. Nein! Nein! Ich glaube, er hat vergessen, warum wir hier sind. Ich glaube auch. Dein zweiter Gegner ist... Oh, ihr seid doch Oberflächler, oder? Ich halte euch für was... Ach, ihr haltet euch was für was Besseres, oder? Ihr mit eurer nach so schönen Sauerstoff. Unser was? Was auch immer. Was ist das denn für ein Tier? So, Waldenergie hat sehr effektiv getroffen. Und du lässt ihn jetzt drinne. Vielen Dank. Oh, der hat ja bloß zwei. Na Gott sei Dank. Besser ist. Was ist das denn? Kinderabklatsch. Och, gelähmt, na toll. Na komm, du kannst ihn doch ruhig mal verwirren, oder? Ja, dann machen wir halt Felswand. Hm? So, da halten wir nämlich ein bisschen länger durch und können mit Steinschlag drauf. Ich bin immer noch zu langsam. Liegt das an der Gelähmtheit? Ja, ne? Na klar, Paralyse. Zieht die Geschwindigkeit sonst da wohin? Grüne Sphäre stellt am Boden der stellt am Ende der nächsten 130% der Lebenspunkte und Ausdauer wieder her. Aber ich finde Wiederherstellung schöner. Und dann noch plus 30. Ach komm. Was wir haben, das haben wir. Bade in der Suppe deiner Niederlage. Dein dritter Gegner ist... ein Mülleimer. Mein. Ein Oberflächenbewohner wagt es mich, den Champion von Cardium herauszufordern. Oh, schwacher Sterblicher, du strebst nach einem fernen Traum von Großartigkeit, nicht wahr? Grausam ist die Herrin des Schicksals, die dich gegen mich aufpumpt. Der Kerl trägt einen Mülleimer. So, einmal grüne Sphäre. Und dann mit Waldenergie weitermachen. Oha, das ist doch eine ganze Menge, die wir da kriegen. Ist das viel hässlich. Herr Bunkwart, wir müssen unbedingt unsere Kröte trainieren. So, Feuerkralle oder Barriere? Erstmal Barriere. Lass mal den Schaden ein bisschen reduzieren. Na super. Da ist nichts mit reduziert.
Pascal, du machst das schon, ne? Erhöht Geschwindigkeit 60. Naja, brauchen wir nicht. Huch, was ist das? Nein, warum? Nicht, nein, kein Schlaflied. Oh, ist das doof. Na gut, dann wieder auf Bo. Schläferst du denn jetzt auch rein? Ah, oh, du. Warum hast du jetzt gewechselt? Oh, Repeitschen. Oh. Und Waldenergie. Oh, schnell, Waldenergie. Ah, verdammt. Bo ist gescheitert. Fertig. Der Champion ist besiegt. Boomquackler ist Level. Das ist sehr gut. Feuersturm, eine mächtige Selbstzerstörungsexplosion mit einer kritischen Chance von 100% auf Kosten der Bewusstlosigkeit. Auf Garantie nicht. Erlerne ich eine Attacke, die unser Nexomon K.O. klappt. Da bist du nun, Stalker. Alles läuft genau nach deinem Plan, Dena. Wer war denn Dena? Ach, die Dena. Die mit der Kapuze, oder? Nun, wenn das nicht Stalker ist. Freu dich, Kind, denn du trittst das coolste Mitglied dieser Bande. Noch einer dieser Geister, hm? Was für ein Element bist du? Damals war ich bekannt als der unbesiegbare Luxa. Champion des Donners. Die Schlange des Sturms. Das sechste Kind von König Omnicron. Und jetzt bin ich Präsident dieser elenden Stadt. Wie bist du überhaupt hierher gelandet? Das war mal ein richtig cooler Ort, wisst ihr? Aber aus einem mysteriösen Grund wurden die Leute dumm, nachdem ich die Stadt übernahm. Wie auch immer, ich weiß, warum du hier bist, Dirko. Ich habe nur darauf gewartet, dir endlich die Reste meiner Kraft zu geben. Aber warum habt ihr selber in meiner Arena gekämpft? Ihr hättet mich einfach fragen können. Ja, muss ja einen neuen Champion geben, warum? Jetzt kannst du die Dinge mit 1.000.000.000 Watt zurückschlagen. Cool, oder? Das wird dir helfen, Vardos zu besiegen. Also stimmt es, Vardos versteckt sich irgendwo in dieser Stadt? Wärst du nicht rechtzeitig hergekommen, war es mein Backup-Plan, Cardium zu verdanken. Bang! Habt ihr so viel Angst vor Vardos? Boom. Boom, boom. Selbst mit 4 Elementen schlüpft der Tyrann nicht. Ohne Zweifel steckt der wahre König der Monster in diesem Ei. Leute, wir können Vardos nicht mit einem Ei besiegen. Wir müssen einfach nur Amelie zu fassen bekommen, bevor sie Vardos freilässt. Und dieser Feigling versteckt sich in dieser Stadt. Das ist unsere Chance, das alles zu beenden. Gut gesagt, Mädel. Ihr Labor ist im Nordwesten. Nimmt das hier. Du hast den Cardium-Schlüssel erhalten. Sir Zeta, wenn Stücke und ich in dieser Mission scheitern, werde ich Cardium versenken. Ich werde diese verfluchte Stadt auslöschen. Bam! Egal, was passiert. Vardos darf niemals existieren. Urteilen wir nicht zu früh über Vardos? Du hast keine Ahnung, was passieren wird, wenn er an dieser Oberfläche kommt. Cardium ist nur ein kleines Opfer angesichts der drohenden Auslöschung. Tutorial. Du kannst jetzt Zetas Kraft des Donners verwenden. Damit kannst du allerlei Geräte powern. Oha. Oha. Das klingt ja schon mal interessant. Hast du noch irgendwas für uns? Nö. Ah ja. Okay. Cool, die Kraft des Donners. Wir haben den Schlüssel. Wir kennen den Standort. Nach all dem hier wird uns die Gilde sicher als Verräter ansehen. Man wird uns verfolgen. Uff, wie könnte es nur so weit kommen? Ich habe zwar keine Idee, was ihr vorhabt, aber ich werde mit euch kommen.
Wenn ich oft genug auftauche, bekomme ich vielleicht im nächsten Spiel einen Auftritt. Melis ist nördlich von dem Gordon, verstanden? Ist auch geil. Muss noch mal kurz zurück. In die Arena noch mal kurz gucken, ob es da noch mal was zu holen gibt. Hübsch aus. So, wir können jetzt also irgendwelche Geräte aufpowern. Ach, da komme ich ja gar nicht hoch, ja, siehste. Okay, die Aktion war dumm. Die war... dumm. Nicht mehr und nicht weniger, die war einfach dumm. Halt! Ein Gehalt das nächste Mal und schmeckt deutlich besser. Warte, weiß. Ach so. So, na dann gehen wir mal in diese komische. Boah. In die komische Labor? Ist doch schon offen. Was brauchen wir denn dann noch einen Schlüssel? Die Türen sind ja jetzt offen. Amelie und Vardos müssen drinnen sein. Die verrückte Frau, die die Drachen erschaffen hat, die unsere Vertrauen ausgenutzt hat. Lass es uns ein für alle Mal beenden. Ja, von mir aus. Huch. Vardos Reich. Ein Laser. Wow. Was ist mit dir, mit diesem Ort hier los? Ich kann nichts erkennen. Nur die Sicherheitsmechanismen scheinen noch zu funktionieren. Wir erwarten uns, nicht wahr? Wir sie umsingeln. Könnte sie in der Verzweiflung war das rufen? Macht euch bereit. Oh. Das ist ja cool. Ich habe natürlich den falschen genommen. Und diese Teleporter haben noch nicht mal einen Sound bekommen. Das ist ja schon wieder süß. Ach du Heimatland. Ja. Lohnenswert. Achso. Nee, jetzt keine Nexomons hier. Keine Nexus. So. Jetzt müsste ja hier auch alles schick sein. So. Hat sich das gelohnt? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Einfach probieren. Ja. Ja, machen wir das nochmal so. So, so. Irgendwann werden wir schon am richtigen ankommen. Ja, das war er nämlich schon mal nicht. Also Nexomon-technisch ist er jetzt hier ganz schön mein ganzes Team fast vertreten. Ach, jetzt bin ich ja wieder hier. Ich will doch nicht hier hin. Mensch. Dann aktivieren wir den nochmal und gehen jetzt hier rein. Bringt mir das was? Nee, immer noch nicht. Nee, ich will den ja nicht aktivieren. Ich will darunter. Ah. Ja, dann probieren wir doch mal den hier aus. Wow. Ja, wow. Ich
ich müsste... Nee, müsste ich nicht den da nehmen. Ich blicke hier nicht mehr durch. Ich habe die Übersicht verloren. Wir schon wieder hier oben. Nee, das ist ja halt schon wieder ein anderer. Ich... Wie gesagt. Ja. Nein, halt! Ich kann noch... ich kann noch da unten durch. Boah! Nee, ich kann hier nicht durch. Süß. Süß, fein gepfiffen. Dann aktivieren wir den. Gehen nochmal hier rein. Wir kommen jetzt bestimmt woanders lang, oder? Ja. Boah, ist ja gut jetzt. Wo kommen wir jetzt raus? Ah. Ich benutze den erstmal. Erstmal kurz gucken. Wir scheinen alles richtig gemacht zu haben. Natürlich, noch ein Giergeldbeutel. Und jetzt sind wir bei Vardos. Spiel vorbei, na so ein Mist. Ich bin verwirrt. Ich bin jetzt echt verwirrt. Muss ich jetzt... Nee, hä? Oder? Wie muss ich denn jetzt hier laufen? Ach so, jetzt komme ich da oben ran. Scheint richtig zu sein. Seht mal, da drüben, das ist ein Warpstein. Dann können wir unsere nächsten Mons heilen und Vorräte kaufen. Ja, toll. Sollen wir heilen? Ach Quatsch, komm. Komm. Die nächsten Mons sind doch alle voll. Und Items? Ja, so schlimm wird's jetzt nicht werden. Oh, epische Musik. Oh, jetzt doch langsam dem Ende entgegen. Oh nein. Was ist mit meinem Vermächtnis, Dirko? Weißt du, wir hatten einmal eine Festung namens Royal City. Sie wurde vor Jahrzehnten von den Tyrannen vernichtet. Dann haben wir Solos verloren, die Stadt aus Sand und Stein. Die Vulkanstadt Old Enigna wurde ebenfalls komplett zerstört. Dann fiel Cardium wegen diesen Idioten. Sogar die eisige Tundra liegt in Trümmern. Unter meiner Kontrolle haben die Menschen alles verloren. Es ist meine Schuld, dass du in dieses elende Welt hineingeboren wurdest. Aber jetzt nicht mehr. Vardos ist meine Rache. Er ist die Wende unserer Geschichte. Er wird alles zurückbringen, was die Nexomons uns, den Menschen, gestohlen haben. Stuhl? Das ist mir egal, Amelie. Egal, wie sehr du die Sache verherrlichst, diese Monster wird es nicht besser machen. Du hast lang genug in der Natur herumgefuscht. Egal auf welche Weise, jetzt und hier hat dein Wahnsinn ein Ende. Nicht so schnell, Liebes. Logan, Abtrünniger des Donners, wie kannst du solch ein Grauen nur unterstützen? So ein Gestirnig. Der arme Vardos hat nicht mal eine Chance. Logan, ich habe dir nur erlaubt, den Tyrann zu behalten, wenn du Vardos beschützt. Mach dich nützlich und beschwöre ihn jetzt. Oh, wie ihr wünscht, Boss. Bolzen, komm zu mir. So, genau jetzt, Bolzen.
Das ist der elektrische Tyrann Bolzen. Er sieht stark aus. Komm schon, Zirko, wir müssen ihn besiegen und Vardos vordringen. Was ist los, Lydia? Wo ist denn der Tyrannoiros? Kann Euros etwa nicht schwimmen? Lass uns gehen, Bolzen. Deine Aufgabe ist es, Vardos um jeden Preis zu schützen. Oh Gott. Oh, siehst du, ist ja praktisch, dass wir Bo am Start haben. So, dann werden wir mal die grüne Sphäre aktivieren. Altenergie! Ach ja, die Kämpfe gegen die Tyrannen und das Aufhalten von Vardos. Was für eine Geschichte. Eine Story, die sich gewaschen hat. Ich könnte mir vorstellen, die flieht jetzt mit Vardos. Und wir werden dann irgendwann die zwei letzten Fähigkeiten noch für das Ei kriegen. Und dann kriegen wir unser Ei und dann müssen wir gegen Vardos kämpfen. Und dann war das die Geschichte von Lexomon. Extension, please. Fällt mir jetzt das ein, warum rufe ich da immer Hachi? Oder Gesundheit? Ach, das war ja tyrannisch. Du bist ein fantastischer Tamer, Stoko. Ich weiß. Ich könnte dir gar nicht zu deiner Beförderung zum Goldthema gratulieren. Aber das ist mittlerweile vollkommen egal, oder? Sobald Vardos die Oberfläche erreicht, brauchen wir kein Thema mehr. Wir können uns endlich ausruhen. Du und Vardos habt keine Möglichkeit, euch zu verstecken, Amelie. Es ist vorbei. Solch ein Mangel an Vorstellungskraft, Lydia. Und genau das ist deine größte Schwäche. Was machst du jetzt damit? Hört mir zu, ihr Verräter der Gilde. Ihr Verräter der Menschheit. Mein Lebenswerk liegt vor euch. Er ist kein Lexumon, er ist kein Tyrann. Nein, er ist unsere Zukunft. Vardos wird die Tyrannen... Er wird die Tyrannen töten, er wird die Lexumons beseitigen. Reinige unseren Planeten. Keine Mauern mehr für unser Volk, keine Furcht mehr für unsere Kinder. Ich bin es müde, ständig zu verlieren, Stoko. Ich bin es müde, mich vor den Tyrannen zu verstecken, Stoko. Ich bin es leid zu kämpfen. Das ist mein letzter Kampf. Dies wird mein Vermächtnis sein. Und was machst du jetzt? Aber was ist los? Seine Kapsel, sie hebt ab. Sie will Vardos losschicken. Er wird die Oberfläche erreichen. Tu es nicht, Amelie. Wir werden alles bereuen. Wir oder du? Sie. Begisa. Gott, ich bin fertig. Ja, wir haben es nicht geschafft. Das ist es. Amelie hat gewonnen. Dieses Ding, es ist draußen. Es ist an der Oberfläche. Wenn Vardos so wahnsinnig wie der Drache ist, wie viel Zerstörung wird er bringen? Wir sind jetzt Abtrünnige, oder? Verräter! Hallo, Freunde! Wow, sieh mal einer an! Vardos ist verschwunden! Ihr habt ihn tatsächlich besiegt! Gute Güte, scheinbar sind Menschen doch nicht so schlecht. Ich hab euch falsch Er ist entkommen. Oh Gott. Oh, ich hätte diesen Ort versenken sollen, hab ich's doch gewusst. Es ist alles vorbei. Erst jagt Vardos die Tyrann. Aber warte, das ist doch eine gute Sache, oder nicht? Lasst ihn doch die Tyrann zerstören. Idioten, benutzt doch mal euren Kopf und denkt eine Sekunde nach. Vardos wird den gesamten Planeten zerstören, nur um sicherzustellen, dass die Tyrannen für immer besiegt sind. Bam! Zapau! Er wird alles verbrennen, nur um die Tyrannen auszurotten. Machst du jetzt Sorgen? Machst du dir jetzt Sorgen? Wie auch immer.
Es gibt noch eine letzte Sache, die wir versuchen können. Ihr müsst zurück auf die Oberfläche, folgt mir. Er scheint echt beunruhigt zu sein. Ich glaube, Vardos ist echt schlimm. Wie auch immer, ihr habt den Verrückten gehört. Lasst uns ihm folgen. Wir haben nichts zu verlieren. Okay, dann hinterher. Ich kann das jetzt nicht so einfach hier im Raum stehen lassen und die Folge beenden. Kann ich jetzt nicht. Oh, nächste Traps mitnehmen. Und hinauf. Das hier wird euch zurück an die Oberfläche bringen. Stuko, du musst zum Waisenhaus zurückkehren und deinem Mentor erzählen, was passiert ist, okay? Er wird wissen, was zu tun ist. Was hat er denn mit dem Ganzen zu tun? Woher kennst du ihn überhaupt? Geht einfach, na los! Huch, wo sind wir denn rausgekommen? Ich habe Sichtkontakt mit den Abtrünnigen. Ich wiederhole, die Abtrünnigen sind aufgetaucht. Oha. Ja, es ist wie Amelie sagte. Der Verräter versucht, Parum zu was auch immer. Nu. Die altbekannte Abtrünnige Lydia. Mir scheint, hat sie diesen Abenteuer immer verdorben. Ross, Nora, Coco und Stoko, ihr seid verhaftet wegen Hochverrats an der Gilde und der Hauptstadt. So sehr es mir auch leid tut, ihr seid verurteilt, den Rest eures Lebens in Lateria zu verbringen. Nein, nicht Lateria. Dorthin haben sie alle Kriminellen geschickt. Das war die Abkürzung, von der Zeta gesprochen hat. Dieser Idiot hat uns direkt ins Amelie-Stadt geführt. Das hat keinen Zweck, Amelie. Sie ist uns einen Schritt voraus.